Otto. Ja, ich würde sagen, wir gucken Otto, weil ich möchte jetzt wissen, warum er das das ist irgendwie geheimnisvoll, ist, also warum er das gemacht hat. Also gucken wir mal seine Tierlist an. Und da werden wir schauer sein. Herzlich willkommen zu diesem Video. So, wir sollten ein Ranking erstellen. Ich bin mal gespannt, wie es werden wird. Ich habe das Video noch nicht gesehen, aber erstmal auf geht's zu diesem Video. Okay, ich bin super gespannt. Ich finde, das ist so ein spannender Kandidat. Voll krass. Los geht's. So sehr gemein von Fritz. Also vielen Dank dafür, ähm, dass wir die erste <laughs> Aufgabe bekommen haben und zwar sehr gemein. zu beurteilen, wie die einzelnen Leute sind. So, ich bin in das Video reingegangen. Ab hier bitte nicht mehr weiterschauen. Ich, äh, da war ich ein bisschen unterwegs gewesen die letzten Tage und alle möglichen Leute fragen mich: Und hast du schon gemacht? Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Nein, habe ich natürlich noch nicht. Deswegen jetzt. Ähm, ja, wir legen mal los mit der, ja, mit dem Start von dem, was Fritz so bekannt gegeben hat nicht, Chad. ich weiß nicht, was ich machen soll. Okay, Chat, ich, ich, ich mach's jetzt einfach. Ich, ich weiß, ich habe mich damit gegen den Chat entschieden. Ich werde an dieser Stelle auch jetzt nicht weiter erläutern. Also, heute, wir machen jetzt was Schönes. Was sehr Schönes. Und zwar habt ihr sicherlich mitverfolgt, die Leute, die viel in Stream sind. Äh, es gibt. Sowas ähm, in verschiedensten Bereichen. Das nennt sich Tierlist. Tierlist gibt es sogar beim Militär. Äh, Tier One, Spezialkräfte. Ähm, ja, also Einteilung von Ratings, wie gut die Leute sind. Was? Ja, ich Echt? Ich es so ganz kurz, damit ihr wisst, optisch habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Blabliblub, hier. Und diese Tierlist werden wir jetzt gleich gemeinsam erstellen. Worum geht's? Es geht um die Teilnehmer und um die Einschätzung der Überlebens. Fähigkeiten dieser Teilnehmer. Vor allem, da wird doch irgendein Haken daran sein, warum das so eingeratet wird. Also, der wahrscheinlich beste Gerateste wird dann wahrscheinlich nur ein Gegenstand mitnehmen dürfen. Der letzte 20 Gegenstände. Oder man kriegt den besten oder schlechtesten Spot. Ja, kann man so für Spannung sorgen. Ja. Es gab eine Zeit lang, da haben welche das gemacht Vom, vom Boxkampf und so weiter Wer würde wen äh, bla bla, besiegen und so weiter Ging so ein bisschen durch die Streamer Welt durch Und mhm. wir haben überlegt, ey das ist eigentlich eine coole Sache Und pass auf, genau zuhören jetzt Und zwar ist das eine Message An alle Teilnehmer Wildcard ist erstmal noch, noch außen vor Das wird im Hintergrund gerade gemacht, aber an alle Teilnehmer Meine Wenigkeit Sabrina, Nova, Knossi Sascha und Otto Das sind die sechs Teilnehmer und alle diese sechs Teilnehmer sollen jetzt über diese Tierlist in den nächsten <laughs> schon Wochen, umso schneller, umso besser ist natürlich, sich selbst und die anderen Teilnehmer einschätzen. Ja? Worum geht es? Es geht darum, eine Sortierung vorzunehmen. Und es gibt, es darf keine Doppelplatzierung geben. Also <laughs> Er hat schon körperliche Schmerzen da unten. Seht ihr so? Ach verdammt, ach verdammt. <laughs> also man darf nicht sagen, ah, die beiden sind ungefähr gleich. Sondern es geht darum, final Skill Rank 1, der erfahrenste, bis Skill Rank 6, der unerfahrenste, die zu sortieren. Man kann ja einfach draufklicken, kann die irgendwo reinschieben, blablablub. Ja, ist ganz, ganz einfach. Und ich möchte, dass das alle Teilnehmer, also alle, die ihr seht, irgendwie in einem Video oder auch in einem Livestream, wie ihr Bock habt, äh, machen, um sich selbst einzuschätzen und auch sich selbst im Vergleich zu den anderen Teilnehmern einzuschätzen. Guckt euch auch mal ein paar Videos an, stöbert durch Instagram, wie auch immer. Und ganz wichtig, begründet natürlich auch, warum ihr wen wo seht. Es geht dabei um die <laughs> Überlebensfähigkeit. Das überlegt. Spiel, körperliche Fitness, Mindset, Vorerfahrung, Technische Skill, alles mögliche Rolle in der kompletten Gesamtheit. Was glaubt ihr, wer hat die größten Überlebensskills, Survival-Skills, Fähigkeiten, wie auch immer man das nennen will? Das wäre sehr, sehr geil, wenn das jeder der Teilnehmer macht und natürlich auch alle anderen Streamer, die irgendwie das Format feiern, sich alles Mögliche angucken. Keine Ahnung, ich habe es gesehen, Ungar hat sich einiges angeguckt, ich glaube auch äh, Trimax hat reingeschaut und noch. Sicherlich äh, einige andere. Ihr könnt natürlich, wenn ihr Bock habt, auch eine Fremdeinschätzung machen. Ne? Dass ihr einfach sagt: Ah, ja, wir gucken mal, ja, wie würde zum Beispiel jetzt ein Unge, der vielleicht ein ganz gutes Mittelmaß über, über die Leute hat, äh, die Leute einschätzen. So, und jetzt ganz wichtig: Wenn dieses Video hier jetzt irgendwann auf dem Fritz-Meinecke-Live-Kanal ist, dann schalten jetzt an diesem Punkt alle Streamer und alle Teilnehmer ab. Ihr geht in die Videobeschreibung, klickt auf den Link der Tierlist und macht dann eure eigene Einschätzung. Und ich, ich werde jetzt in diesem Video, beziehungsweise im Stream gerade aktuell, meine Einschätzung vornehmen. Ich möchte aber nicht, dass ihr euch von mir beeinflussen lasst. Okay, bis hierhin habe ich mich schon geschaut. So, blalala. Bla. Äh, ja, nicht reinschauen. Da bin ich gespannt, was Fritza gemacht hat. Ich habe auch bei der anderen noch nicht reingeschaut. So, hier haben wir jetzt die Tierlist und ich habe überlegt, was mache ich? Fange ich von oben an? Fange ich von unten an? Baller ich das erstmal in der Mitte zu? Ich finde es halt super schwer, weil ich will auch keinem auf den Flips treten natürlich, und sagen, hm, ich fletze sich so gut oder so schlecht ein. Ja, gut, aber äh, also, ob da wirklich jemand dann. Naja, gut. Was machen wir? Vielleicht sind Leute doch dann angepisst, also, wer alle weiß. Wir würden wahrscheinlich denken, Knossi ist der völlig Unerfahrenste. Ja. Ist er auch wahrscheinlich, was Autor angeht. Jetzt ist er aber vom Alter her auch schon über 30. Lebenserfahrung. Ich habe mir ein Video von ihm angeschaut oder so, ein paar Videos tatsächlich. Sehr sympathischer Typ. Knossi, ich freue mich sehr auf dich auf jeden Fall. Ach, okay, er kennt den gar nicht oder was? Er kannte den gar nicht vorher. Okay, auch nice. Und ich glaube, er ist vom Mindset gar nicht so schlecht. Das spielt das vielleicht jetzt so ein bisschen und sagen, äh, Ich habe da Angst vor allem. Ich tue mir schwer, ihn tatsächlich auf den letzten Platz zu setzen. So, die Frage ist dann: wirklich? Wen setze ich auf den letzten Platz? Fritz? Nö. Eine Sabrina? Habe ich schon gesehen, was sie wirklich drauf hat, beziehungsweise dass sie echt beißen kann. Einen Sascha kenne ich leider zu wenig. Und sehe den auch nicht am letzten Platz. Eine Nova kenne ich auch so gut wie überhaupt nicht. Aber ich würde so anfangen. Ich würde tatsächlich, bitte liebe Nova, sieh es mir nach. Ich weiß, du hast 15 Jahre Fahrtfenderfahrung und alles gemacht. Ähm, aber auch wenn Sachen ganz, ganz lange her sind, auch bei mir ist natürlich eine Dienstzeit oder manche Hardcore-Lehrgänge schon ein paar Jahre her. Klar wächst man da dran, hat ein starkes Mindset, weiß, was man alles leisten kann. Ich habe so ein bisschen bei ihr die, nicht Befürchtung, aber, dass sie so ein bisschen jetzt zu sehr. Mh, und im Zivilleben ist anstatt äh, Pfadfinder. Ich habe gute Freunde, die bei, bei den Pfadfindern sind und ich weiß, dass sie richtig viel können. Gerade basteln, schnitzen, machen, tun, sind die sehr, sehr stark. Aber ich setze tatsächlich wirklich Nova auf den Rang 6. Aber nicht. Okay. Nicht, weil sie da nicht die Erfahrung hat, sondern es ist schon echt lange, lange, lange her wahrscheinlich. Verrückt. Und die letzten Jahre sich vielleicht etwas weich gemacht haben. Bitte sieh es mir wirklich nach. Aber das ist vielleicht auch meine Einschätzung, wo ich sage, hm, mal gucken, ich weiß nicht, sieben Tage alleine ist halt auch nicht was für jeden. Ja, ja, das ist halt das, das ist eben das Schlimme an der ganzen Sache. Ähm, mich freut es dafür umso mehr, wenn du da über Performance und nachher mit Plank Platz 1 rausgehst, dann ähm, hast du einen gut bei mir auf jeden Fall. Knossi, dich haben wahrscheinlich alle auf Rang 6 gesehen. Ich sehe dich aber über Rang 6. Und zwar sehe ich dich mindestens auf diesem Rang 5 und würde dich auch tatsächlich da hinsetzen. Und ich glaube, dass wenn du. Das hätte ich nicht gedacht. Sehr ja verrückt. Mit deinem starken Mindset da vernünftig dran gehst, das packen wirst. Klar kennst du das nicht. Man hat nicht in Dschungel, nicht Dschungelerfahrung, war auch noch sieben Tage, nicht alleine. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass du das länger durchhältst, als die meisten wahrscheinlich von dir erwarten. Und das fände ich auch klasse, weil die Unterhaltung, die brauchen wir einfach alle dabei. Äh, ist ja nicht jeder so witzig wie du. Deswegen. Ja, ja, das wird schon cool. Also Knossi ist halt einfach, ne, kann man ja von halten, was man möchte, aber am Ende ist der einfach nur One-Man Show und ein krasser Entertainer. Also, das wird wahrscheinlich witzig, wenn der da rumrennt und die erste, die allererste, äh, die allererste Schlange sieht oder so, das wird schon porno, das wird schon witzig. Setze Definitiv. Ich dich auf Rang 5. Vielleicht connecten wir uns mal und machen gemeinsam ein kleines Survival Training, wenn du Bock hast. Ich weiß, du liest deine Instagram Nachrichten nicht, deswegen kann ich es darüber nicht probieren. Vielleicht connectet ähm, einer der anderen Jungs uns, äh, die dann deine Nummer haben. Du wohnst auch nicht weit weg. Ich sitze äh, ja zwischen Köln und Düsseldorf. Wenn du <laughs> einfach mal geliegt, wo Klossi wohnt. <laughs> also das ist bestimmt bekannt. Ich wusste das drauf nicht. Hast. Können wir gerne eine Kleinigkeit machen. Wär wahrscheinlich Ist auch sehr zu groß. Das weiß man wahrscheinlich, weil das riesig äh, wie ist. Gesagt. Angebot steht, wenn du Bock drauf hast. Ich würde mich sehr geehrt fühlen und mich freuen. So. Der Knossi, der kann Gang jetzt nicht, der ist auf paruka will. Würde ich den Sascha setzen. <laughs> Sascha ist körperlich unfassbar stark, unfassbar diszipliniert, ähm, weiß wahrscheinlich auch mit Schmerzen umzugehen, sich auf, weiß nicht vielleicht Wettkämpfe vorzubereiten. War beim Bundesheer, bei den Österreichern, ähm, hat da seinen Dienst getan. Meine Beobachtung bis jetzt war nur sehr Hibbelig, aufgeregt, überpacen. Und das ist im Dschungel halt echt schlecht. Aber wahrscheinlich, du hast ja auch ein Training gemacht jetzt hier beim, beim Jagdkommando. Mit dem habe ich auch sogar tatsächlich schon mal eine Übung gehabt. Ähm ich glaube, das könnte dein Knackpunkt werden. Super stark vom Mindset, aber vielleicht zu viel Wollen. Und sieben Tage Einsamkeit sind halt echt nicht ohne. Ja, das glaube ich auch. Deswegen sehe ich dich da auf Rang 4. Rang 3. Sehe ich die liebe Sabrina. Ähm, wie gesagt, wir haben uns vom Ocean Warrior kennengelernt und ich habe deinen Biss gesehen in einer Situation, wo ich echt gedacht habe, da hätten viele Jungs das Handtuch geschmissen. Und vor allem mit Biss hat das zu tun und nicht mal was mit Skills, sondern einfach aushalten. Also, stumpf ist Trumpf, sagt man beim Bund immer so schön. Stumpf ist pack ich Trumpf? Ich <laughs> So. Rang 1 und Rang 2. So, nur noch Fritz jetzt und wird's ich interessant. Übrig. Jetzt kommt ja die spannende Stelle. Da bin Stelle. Ich arg mit mir am Kämpfen. Warum? Ich finde, es gehört sich nicht so richtig, sich auf einen Rang 1 zu setzen. Über den Gastgeber. Ich weiß, dass Fritz beißen kann ohne Ende. Ich habe auch selten jemanden erlebt, der sich so reingräbt in neue Themen. Also letzten Tagen haben wir ein bisschen hin und her geschrieben. Mhm. Ich habe ein Buch gelesen. Äh, er hat zufälligerweise dasselbe Buch gelesen. Also hängt sich da schon voll rein. Ich bin auch mitten im Game drin, bei mir noch aufzufrischen. Alles. Er hat schon die sieben Tage Einsamkeit gemacht, ich habe die sieben Tage Einsamkeit gemacht. Dschungel habe ich schon, er hat auch schon Dschungel gemacht. Und es fällt mir einfach super schwer. Ich möchte es eigentlich nicht, weil es sich irgendwie gefühlt nicht gehört, sich selber auf Fragen einzusetzen. Dann hatte ich folgende Idee. Ich wollte eigentlich meinen Sohn mal fragen, mit ins Video reinholen und sagen: Karlchen, pass mal auf, wen siehst du auf 1 und wen siehst du auf 2? Der kann jetzt aber leider nicht. Oh, schade, wäre süß gewesen. Deswegen würde ich einen Würfel nehmen. Hä? Und einfach würfeln. Nein. Quasi das dem Zufall überlassen. Nein, was für Würfeln? Wir wollen jetzt wissen, was da los ist mit Fritz, wieso der da so Chasing hat. Ich will jetzt wissen, was der denn Tolles macht und kann und so weiter. Wie würfeln? Was für Würfeln? Wer Rang 1 und wer Rang 2 ist. Gerade Zahlen. Ich dachte, der erklärt jetzt was dazu. Er ist auf jeden Fall Platz 1, weil oder sowas. Hä? 3, 4, 6, Fritz, ungerade Zahlen. 1, 3, 5 würde ich nehmen. Und das einfach anhand des Würfels entscheiden. Sorry. Der ist übrigens von meinem Sohnemann und blinkt ja ganz schön. Ich hoffe, man kann das sehen. 135. Okay. War das ein richtiges Würfeln? Das war ein Würfel, ne? Gut, damit ähm, hat der Würfel... Die Würfel sind gefallen. Ähm, Rang 2, Fritz. Ja, aber... <laughs> Sie hat körperliche und Rang Schmerzen. <laughs> körperliche Schmerzen. Ich weiß noch nicht ganz, wie sich das so anfühlen soll. Ähm, ja. Also, meine Hoffnung ist ja, dass Rang 1, erfahren, es ein bisschen härter bekommt. Schlechter Sport. Weniger Gegenstände, schwierigere Aufgaben, so alles, was in diese Richtung geht. Hä? Warte mal, was? Wie? Also die machen, äh, die machen eine Tierlist und die, die er am erfahrensten sind, kriegen schwierigere Aufgaben oder wie? Ich dachte, das wird alles gleich gehalten. Das habe ich nicht mitgekriegt. Warte mal noch, das wollen wir noch mal kurz anhören. Und Rang 1 mich. Ich weiß noch nicht ganz, wie sich das so anfühlen soll. Also, meine Hoffnung ist ja, dass Rang 1 erfahren es ein bisschen härter bekommt. Ah, okay. Es ist nur seine Hoffnung. Okay, okay, okay. Ich dachte jetzt, die machen das. Das halt äh, das. Okay. Hm. Nee, dann ist ja Schlechter gut. Spot, weniger Gegenstände, schwierigere Aufgaben, so alles, was in Erhofft. diese Richtung geht. Und deswegen, ja, ich freue mich auf jede Aufgabe. Ich habe mir auch schon ein paar Dinge überlegt. Die behalte ich aber alle für mich, was ich auf der Insel so vorhabe. Ähm, ja, die Würfel sind gefallen. Rang 1, der Esel. Rang 2, Fritz. 3, Sabrina. Rang 4, Sascha. 5, Knossi. 6, Nova. Nicht böse sein. Und ich bin mal gespannt, was jetzt da, ja, was da damit passiert. So, save or download. Was muss ich machen? Wahrscheinlich save. Check. So, das ist meine Tierlist. Ich bin gespannt, was da in Kommentaren unter dem Video dazu kommt, ähm, wie eure Einschätzungen sind. Ich weiß, ich habe wahrscheinlich einige Dinge anders gemacht. Bin trotzdem sehr gespannt, vor allem welche Konsequenzen das nach sich äh, ziehen wird. Im nächsten Video schaue ich mal rein, was der Fritz, wie sein Ranking überhaupt gelaufen ist. Würde mich auch mal sehr interessieren. Ähm, und jetzt darf ich mir das ja anschauen. Perfekt, ich habe meine Aufgabe erledigt. Bis zum nächsten Mal, euer Auto. Ich finde ihn voll sympathisch. Richtig sympathisch ist er, der gute.